Gerade als Dr. Taifun Kraft seine Visite beendet, bringt ein aufgeregter Lehrer seine widerstrebende Freundin auf die gynäkologische Station. Der 35-Jährige macht sich Sorgen um die Hochschwangere und das gemeinsame Baby. Wir sind gerade auf dem Weg gewesen zum Wellnessurlaub. Im Taxi hat sich meine Frau übergeben. Ja. Und sie ist in der 35. Woche. Es geht natürlich gut. Können Sie bitte mal meinen... Ist jetzt nichts vom Kreislaufproblem? Nein. Sie haben nicht das Gefühl, es umzukippen? Nein. Okay. Ich kann meinen zukünftigen ruhig mal sagen, dass er zu viel gelesen hat und dass das völlig normal ist, dass Übelkeit, Rückenschmerzen... Ich weiß nicht, Übelkeit ist... Wie weit sind Sie denn jetzt? 35? Schwangerschaftswoche. Das ist eigentlich nicht gewöhnlich, ne? 35 Schwangerschaftswoche, Anfang der Schwangerschaft gibt es schon zwar, aber Rückenschmerzen ja, das kann ich ja durchgehen lassen. Andere nicht. Erbrochen, sagten Sie, oder? Ja. War das, ja. Das soll nicht sein. Wir können jetzt einfach unser Wellnesswochen machen, Behandlungszimmer das abchecken. Wenn Sie das möchten. Wieder besser. Lass uns doch einfach fahren. Gute Frau, darf ich Ihnen kurz was vorschlagen? Wir gehen einmal ins Behandlungszimmer. Gucken das einfach alles an. Wenn alles super ist, können Sie sofort wieder gehen, Wellnessurlaub machen. Als Frau Höfner zu uns kam, wollte sie gar nicht bei uns bleiben. Und Gott sei Dank haben wir mit Hilfe ihres Mannes sie überreden können, dass sie bei uns bleibt, weil das ja lebensgefährlich war sonst für sie. Nicht ahnend, wie kritisch ihr Zustand ist, lässt sich die Verkäuferin nur auf die Untersuchung ein, um möglichst bald in das lang geplante Romantikwochenende starten zu können. Ihren Sohn aus einer früheren Beziehung hat sie dafür extra bei den Großeltern untergebracht. Am Anfang von der Schwangerschaft hat sie mal ein bisschen Übelkeit, aber das ist ja, glaube ich, normal. Ne? Und aber so weiterhin war jetzt eigentlich nichts mehr gewesen, bis auf jetzt, dass wir im Taxi gesessen hat und Taxi gesessen haben und sie musste halt brechen, ja. Und hat dann halt auch über Rückenschmerzen und so geklagt und deswegen. Ich bin halt total aufgeregt. Ich bin überall am Zittern. Ja, ganz ruhig. Sie sind bei uns mal gut aufgehoben. Okay. Wir gucken ganz genau Ihre Frau, dass sie dann mal mit aller Ruhe gleich zu ihrem Urlaub mal oder Hotel kurz Urlaub fahren können oder Wellness, was ganz sie auch ehrlich, immer möchten. Mir ist das gar nicht so wichtig. Hauptsache, den beiden geht's gut. Kind, Frau, das muss alles in Ordnung sein. Ja? Und diesen Kurzurlaub oder Wellnesshotel oder was auch immer, das können wir sonst noch machen. Ja. Aber mir geht's halt jetzt erstmal darum, dass alles in Ordnung ist. Jo. Anhand des Wehenschreibers erkennt Dr. Taifun Kraft, dass es sich bei den Rückenschmerzen der 34-Jährigen nicht um vorzeitige Wehen handelt. Der alarmierend hohe Blutdruck beweist jedoch, dass der werdende Vater seine Freundin zu Recht in die Klinik gebracht hat. 160 zu 100. Oi. Das ist nicht gar so nicht gut. Normal in der Schwangerschaft. Ist das jetzt zu viel, zu wenig oder was? Ich möchte dich bitten, eben mal gleich mal Blut abzunehmen. Ja. Urinwerte müssen wir gucken. Also in der Schwangerschaft hohen Blutdruck bringt einige Gefahren mit sich. Und zwar gerade, das ist ja Ihre Blutwerte, also Blutdruckwerte ist ja gerade grenzwertig. Wir müssen dann im Urin nachgucken und auch Blut nachgucken, ob eine gewisse Art von Schwangerschaftsvergiftung, sogenannte Gestose, ist. Was heißt das jetzt genau, diese Gestose, ja. Gestose ist eine Art Erkrankung in der Schwangerschaft, dass durch die Stoffwechselbelastung des Kindes Veränderung der Gefäßsysteme hervorruft. Mhm. Das bedeutet, dass der Blutdruck hochgeht, Eiweiß im Urin nachzuweisen ist. Deshalb kontrollieren wir ja alles, ob das wirklich so ist. Und andere Gefahren, dass die auch die Gefäße von der Mutterkuchen durch die erhöhte Blutdruckwerte zugehen und dadurch die Versorgung des Kindes gefährden können. Also kann sich so ein dramatisches Bild entwickeln. Was ja im Moment nicht behauptet, dass das so eine ist, aber wir müssen das sie eigentlich hier behalten. Gesundheit kommt ja vor. Guck mal, da ist eine Nierenschale. Kannst du mal schnell einnehmen? Ich bin hier gerade. Oh Gott. Ja. Gerade beim Blut abnehmen. Ja, geht's? Müssen wir. Taxi dann auch. Müssen Sie noch mal oder ist eben gerade das okay? Ist gerade alles gut. Als sie zweite Mal erbrochen hat, habe ich gesagt, stimmt was nicht. Das müssen wir mal ganz genau mit Blutwerten kontrollieren. Und daraufhin habe ich mich entschieden, auch eine Ultraschalluntersuchung zu machen. Ja, es ist auch schwierig in der Schwangerschaft, dass die Organe natürlich nach oben gedrückt sind und dann durch den dicken Bauch, durch die Schwangerschaft bedingt, kann man nicht ganz so beurteilen. Aber Leber gefällt mir auch nicht so gerade ganz gut. Bei dieser Gestose gibt es dann natürlich Fettlagerungen im Leber.
Da müssen wir gucken, dass die Leberwerte andere haben. Du hast ja Gestose-Labor, Leberwerte hatten wir ja, ne? Super, 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 super. Alles klasse. Soll sie jetzt stationär bleiben oder was hast du vor? Ja, auf jeden Fall. Also, da müssen wir dann hier stationär beobachten. Obwohl die Schwangere begreift, dass ihr Leben und das ihres Babys gefährdet sind, kreisen die Gedanken der werdenden Mutter nur um ein Thema, das sie seit Monaten belastet. Und es wird klar, warum der geplatzte Kurzurlaub so eine große Bedeutung für sie hatte. Was ist denn los? Hm? Ich habe einfach so große Angst, dass der Simon mich nach der Schwangerschaft verlässt. Warum das denn? Wollen Sie erst mal aufs Bett kommen? Kommen Sie mal her. Machen Sie erst mal ganz vorsichtig. Bei meinem ersten Kind, bei Anton, der ist jetzt 6. Mhm. Nach kurzer Zeit hat mich der Papa verlassen, weil er sich hinten angestellt gefühlt hat. Er wurde vernachlässigt und jetzt habe ich so große Angst, dass der Simon mich auch verlässt. Dass er da ist und... Da machen Sie sich mal keinen Kopf. Also ich kann das verstehen, dass Sie da wahnsinnige Angst vor haben, weil Sie das halt schon erlebt haben. Aber ich glaube nicht. Ich meine, ich kenne jetzt Ihren Partner nicht, aber ich schätze nicht so ein. Der macht sich auch total viel Sorgen um Sie, hm? Ja, sowas habe ich schon mal gehört. Denken Sie mal positiv. Nur weil Sie jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht haben, heißt das nicht, dass es noch mal passiert. Hm? Freuen Sie sich aufs Kind und dass Sie einen Partner haben, dass der so zu Ihnen steht. Und ich glaube das nicht. Ich weiß es nicht, ich kann Sie nicht versprechen, aber habe ich nicht das Gefühl. Hm? Okay. Ja, dann legen Sie sich mal hin, ruhen Sie sich aus. Ach, natürlich. Soll ich Ihnen mal einen Tee bringen, hm? Damit Sie mal ein bisschen runterkommen? Doch ihre Sorgen lassen die Schwangere kaum Schlaf finden. Früh am nächsten Morgen kümmert sich Dr. Taifun Graf zunächst um eine völlig erschöpfte junge Mutter. Wegen ihrer kleinen Brüste befürchtet sie, nicht genug Milch für ihre 3 Monate alte Tochter zu produzieren. Das ist die kleine Leni und ich habe im Moment wirklich Schwierigkeiten. Jetzt haben wir gerade mal einen Moment, wo sie ein bisschen ruhiger ist, aber sie weint nur, weil ich das Gefühl habe, sie kriegt nicht genug Milch. Ja, sie ist permanent an meiner Brust, sie nuckelt und nuckelt und nuckelt und sie kriegt nichts. Okay. Ich habe solche Schmerzen mittlerweile und jetzt sieht man es leider Gottes nicht, aber normalerweise sie weint, sie ist richtig verzweifelt. Mhm. Und ich war der Vorführeffekt, das ist immer. Ja. Aber kommt denn Milch? Es kommt, aber ich glaube, es reicht nicht. Es reicht nicht. Ja, haben Sie gesagt, tut weh auch die Brust? Total, müssen wir mal ganz kurz mal Schmerzen angucken und dann gucken wir mal, warum ein Kleiner so weint. Ja. Ja, dann, wenn Sie mal so nett sind, machen Sie mal ganz kurz mal Brust frei, dass ich mir mal. Pass auf Ihr Kind auf. Ja, ich kann es schon mal beschäftigen in der Zeit. In Muttermilch steht sehr gute Nährstoffe drin und das Beste, dass man natürlich stillt. Durchschnittlich in Deutschland stillen die Mütter 6 Monate lang. Länger wäre viel besser. Jede 7. Frau entscheidet sich gegen das Stillen. Ich habe da was drauf gemacht, selber ein bisschen Pflaster, weil ich ein bisschen Creme drauf gemacht habe. Aber. Ja. Oh, sie ist ganz schön rot. Ja, ich sehe schon. Ja. Und sie nagt ja auch richtig da dran, weil sie. Weil sie anscheinend nicht genug kriegt oder ich. Okay. Tut weh, ne? Oh, jetzt hat sich entzündet. Ja. Gut, also mit der Kleine der Brust und die Milchmenge hat es nichts zu sagen. Das kann auch, ja, nee, unbedingt. Aber wir müssen da mal so machen, dass sie jetzt erstmal müssen mal kurz abwaschen und eine Salbe drauf tun. Das ist natürlich bei so einer Entzündung stillen. Ich weiß nicht, ob es vernünftig ist. Das kann ja sein, dass die Infektion natürlich von der Brustwarze zum Kind übertragen wird. Ne? Ich möchte gerne mal eben auch mit dem Kleinen kurz auf den Bauch gucken. Ja. Hallo, guck mal. Brauchst du nicht weinen, alles gut. Darf ich da mal eben ganz kurz? Ja. Ein bisschen. Ja, alles gut. Guck mal. Ne, ist gut, ist gut. Ja, er hat mal wahrscheinlich Koliken, wenn man Bauch auf den Bauch drückt. Ja, super. Ja, müssen mal. Das tut so weh, das ist. Oh. Dem Baby geht es ganz gut. Das habe ich das mal noch mal kontrolliert und auf den Bauch gedrückt. Das waren die Koliken gewesen und machte auch sehr guten Eindruck. Und deshalb habe ich verzichtet, Kinderarzt dazu zu holen. Ist es beidseitig? Ja.
mache mir die andere Seite noch mal und dann kriegen Sie da eine Seite. Ja. Also wenn das nicht besser wird mit der Entzündung, dann muss man mit Antibiotika anfangen. Also Sie müssen dann auf jeden Fall zu Ihrem Frauenarzt gehen draußen, mal morgen noch mal kontrollieren lassen. Ja. Wenn nicht besser ist, muss man sogar abstillen. Und was ich Ihnen empfehlen kann, auch vielleicht mal einen Schnuller kaufen. Das Kind nuckelt an der Brust, weil das eben so schön ist und beruhigt. Also es ist nicht wegen dem Milchtrinken. Ich denke schon eher so ein bisschen, naja, okay, mutternah zu spüren. Schnuller haben Sie nicht, haben Sie auch noch nicht ausprobiert. Ich habe mich immer ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich habe mal gelesen, dass es für die Zähne nicht gut ist. Ja, und irgendwie habe ich dann gedacht... Es beruhigt aber. Es ist besser als die Entzündung an der Brust, ne? Ja, ja, alles Gute, ja, wünsche ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Viele junge Mütter, gerade auch beim ersten Kind, sind so ein bisschen unsicher, wenn das Kind weint. Man legt es sofort an die Brust, wenn man denkt, es hat Hunger. Aber dies ist halt nicht immer der Fall. Und ja, wie man jetzt hier gesehen hat, die Brustwarzen waren stark entzündet. Und das Kind war halt nicht nur zum Stillen da dran, sondern zum Dauernuckeln. Und das ist halt nicht gut. Nach dem Frühstück kommt der Freund der Schwangeren zu Besuch, die seit gestern wegen hohen Blutdrucks auf Station liegt. Hätte er gewusst, wie dramatisch sich die Situation entwickelt, hätte er ihren 6-jährigen Sohn zu Hause gelassen. Da ist die Mama. Ich habe Besuch mitgebracht. Mein Schatz. Mal kurz an die Seite. Was ist los? Geht's Ihnen nicht gut? Taifun, kommst du mal schnell? Legen Sie sich mal ins Bett. Die Beine hoch. Was passiert? Er ist ein bisschen zusammengesackt hier gerade. Ich vermute mal Kreislauf. Sieht ganz schön blass aus. Nicht gut aus. Sogar, ne? Kannst du mal die Werte holen? Ja, ich hole auch Blutdruckmessgerät, ja? Ja, bitte. Am besten setzt was ihr beide euch mal hin. Ist auf einmal so schwindelig geworden. Gibt ja. Okay, wir gucken noch mal, wie die Laborwerte sind. Erstmal, also das ist auch nicht normal, dass das Ihnen so nicht gut. Sehen Sie, das ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Sie wollten ins Hotel. Ne? Bitte schön. Ja. Ich komme mal eben rum. Was ist das jetzt? Oh, genau. Die Werte sind sehr erhöht. Also, welche Werte denn? Warum ist sie denn überhaupt so gelb? Also die Leberwerte sind erhöht, dann die auch Gerinnungswerte sind auch nicht ganz so gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, ja, was und heißt so vielen, das? 160 zu 100. Ja, nee, das geht nicht. Wir müssen sofort in OP. Was? Wir müssen Notkaiserschnitt machen. Ja. Okay. Schwangerschaftsfettleber ist sehr gefährlich, weil Leberfunktionen nicht da sind und dementsprechend auch Gerinnung versagen kann, innere Blutungen auftreten können und dementsprechend auch Nierenversagen oder Gehirnblutungen bis zum Tode führen kann. Kann einer von euch bitte mal den OP anrufen, einen Notsektion anmelden, die fahren schon mal runter, ja? Lass mich verlassen. Was? Warum soll ich dich denn verlassen? Verlass mich nicht. Warum denn? Was hast du denn alles in deinem gut. Kopf? Ich bin doch da. Ich bin, wenn du aufwachst, bin ich auch wieder da. Ich bleibe auch bei dir. Ist doch unser Baby. Was ist denn los? Nein, überhaupt gar nicht. Ja. Ich weiß, es wird alles wir fahren gut schon machen. Mal im OP. Wir können gleich jetzt, dazu ja? kommen. Was hast du denn in deinem Kopf? Nach der Erfahrung mit dem Vater ihres ersten Kindes hat die Verkäuferin Angst, bald nach der Geburt wieder verlassen zu werden. Kurz darauf liegt die 34-Jährige in Vollnarkose und die Ärzte holen per Notkaiserschnitt ihre kleine Tochter, die nun als Frühchen zur Welt kommt. Wenige Stunden später ist die frischgebackene Zweifachmama dann wieder in ihrem Zimmer. Da ist ja Emma. Ach, wie süß. Dankeschön. Herrlich. Guck mal, ich drehe mal einmal so rum, dann können Sie ja mal viel besser. Kleine süße Maus. Bitte schön. Ach, ist ja niedlich. Und eine kleine Schwester, ne? Ja. Oh, ja. Ist noch ganz klein. Unglaublich. Ja, bitte, ja, nehmen Sie doch ruhig. Da kann nichts kaputt gehen. Nein. Das Köpfchen nur ein bisschen unterstützen, ne? So viel Angst. Ja, ja, vorsichtig. Guck mal, wie klein. Das ist unglaublich. Guck mal. Willst du es mal nehmen? Jo. Guck mal. Ich bin auch mal neugierig zeigen. Ach Gott. Ja gut, hat jetzt noch ein bisschen Käseschmiere. Das ist aber ganz normal, ne? Das dauert ein paar Tage und dann geht es weg. Okay. Ach Gottchen. Was hast du eigentlich gemeint mit verlassen oder ich soll nicht weggehen oder irgendwas, als du im Aufzug warst, hast du irgendwas gesagt, irgendwas? Wo soll ich denn hingehen? Versprichst du es mir, dass du mich nicht verlässt? Warum soll ich dich denn verlassen? Hör doch mal auf so ein. Dann ist okay, vergiss es. Vergiss es einfach. Nee, echt jetzt, also weil. Ist okay. Ist doch unser Baby. Ja. Weißt du? Und der alles kleine gut Mensch, jetzt, ne? Auch noch dazu, gell? Hatten Sie zu viel Kopfkino. Ja, nächstes ja Mal, was ich Ihnen noch sagen wollte, unterschätzen Sie sowas nicht. Nur auch so ein bisschen Übelkeit, auch so ein bisschen Rückenschmerzen. Es kann auch mal nach hinten losgehen, ne? Und Sie hatten echt noch mal Glück und das Baby auch, ja? Okay.
Okay. Wenn noch was ist, ich bin noch da, dann klingeln Sie bitte, ja? Alles klar. Ja, alles Gute. Die Verkäuferin und ihre neugeborene Tochter mussten noch 2 Wochen zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Obwohl die Kleine 4 Wochen zu früh auf die Welt kam, ist sie kerngesund. Auch ihre Mama ist wieder vollständig genesen. Am Tag ihrer Entlassung erwartete der Kindsvater die 34-Jährige zu Hause mit einem Heiratsantrag.